don't know. Hey, du da. Jo. Ah, das war doch kein Problem. Ausgezeichnet. Dieses Teil wird noch einmal wichtig. Meinst du ja? Okay. Ein Hydraulikkondaktor. Ab nach Hause? Nein, nicht ab nach Hause. Ab nach da. Also technisch gesehen ist es wohl demnächst Jacks neues Zuhause. Ja, bei den Klerikern ist er zwar viel ein- und ausgegangen, hat viele Aufträge erledigt und so weiter, aber wirklich viel da Zeit verbracht hat er nicht. Und seine Kameraden auch nicht. Und Kameradinnen und Robotergehilfen. Die waren ja alle immer bei diesem kleinen Lagerfeuer da. Also, ja. Hier ist wohl zu Hause. Für die absehbare Zukunft. So, Schrottplatz müsste ich hier. Genau. Ich habe einen Kampfkoloss der Baureihe 7300 in Ignadon erledigt. Tatsächlich? Hey. Dann muss er wohl völlig hinüber gewesen sein. Wenn du ihn dir genauer angesehen hättest, dann müsste dir der überdimensionierte Hydraulikkonduktor aufgefallen sein. Ich würde einiges dafür geben, wenn ich so einen hätte. Hier ist der Hydraulikkonduktor, den du suchst. Was denn? Du hast ihn? Wow! Jetzt bin ich platt. Danke, Mann! Moment. Ich gebe dir den Konduktor und du holst den abgestürzten Gleiter aus den Bergen hierher. Was denn? Sagtest du nicht? Ja, ich weiß, was ich sagte. Na gut, dann bist du mir aber was schuldig, dass das klar ist. Über deine Bezahlung reden wir, wenn du mit dem Gleiter wieder hier bist. Na schön, ich trommel ein paar Jungs zusammen. Wir sehen uns bald wieder hier, okay? Ha! Endlich mal eine ordentliche Herausforderung. Aber eins schon mal vorweg, die Hälfte der Maschine gehört mir, klar? Lebenserhaltungsbedingungen im normalen Bereich. Ja. Was hat er denn vor mit dem Gleiter? Also Carsharing ist schon mal so eine Sache, ne? Aber Gleitersharing, ich weiß ja nicht. Naja, wird damit schon keinen Mist bauen. So, das hätten wir also auch erledigt. Jones jetzt sicher nicht weggehen. Wir sollten noch mal mit Big Daddy Lloyd reden. Hm? Dem überreligiösen Heini. Dein Lagermeister Eckert ist ein harter Hund. Ja, das ist er. Aber ich bin froh, dass er da ist. Ohne seine Qualitäten als Kampfstratege wären wir schon so manches Mal von angreifenden Mutantenhorden überrannt worden. Er ist zwar etwas ruppig, aber ich denke, er weiß es zu schätzen, dass du ihn unterstützen willst. Sehr gut. Aber das war noch nicht alles, nicht wahr? Dein Späher Jonesy ist wohl gerne draußen in der Wildnis unterwegs. Ja, auch wenn ich ihm immer wieder sage, dass er sich nicht so weit vorwagen soll. Jetzt, wo er weiß, dass er durch dich eine weitere Unterstützung hat, wird er hoffentlich nicht unvorsichtig. Da ist noch etwas, richtig? Naja, also eigentlich hat er sich 20 Meter vors Lager getraut und hat dann keine einzigen Mutanten angegriffen, sondern hat einfach gewartet, bis es immer und immer mehr werden und dann irgendjemand anders kommt, um die zu töten. Also ja, Ansichtssache, wie gut die Leute hier sind. Euer Mechaniker Harley scheint ein Experte auf seinem Gebiet zu sein. Ja, richtig. Ich hörte, dass du ihm etwas richtig Großes in Aussicht gestellt hast. Allein darum hast du bei ihm schon einen Stein im Brett, denke ich. Okay, warte. Ich würde sagen, der erste Schritt ist getan. Die Männer mögen dich. Dann sollst du auch dein Quartier in unserem Lager erhalten. Ein Mann deines Standes braucht ein würdiges Domizil. Der große Turm am Kopfende des Lagers ist angemessen, denke ich. Hier hast du den Schlüssel. Gut gemacht. Noch etwas? Harley wird sich ab jetzt um meinen abgestürzten Gleiter kümmern. In der Tat.
Wenn das Ding einmal richtig läuft, wird es uns noch nützlich sein. Hoffentlich wird es nicht von gierigen Geiern entdeckt, bevor es richtig einsatzfähig ist. Ich schätze, damit hast du dem alten Harley einen großen Gefallen getan. Gut gemacht. Noch etwas? Ich konnte Eckhart bei der Sicherung des Lagers helfen. Sehr gut. Ich hörte schon von deinen Gefährten. Seltsame Auswahl, die du da getroffen hast. Naja, irgendwie passen sie zu dem restlichen Haufen hier. Gut gemacht. Noch etwas? Die Bedrohung der Mutanten im Umland ist erstmal abgewendet. Sehr gut. Wir müssen aber aufpassen. Das waren bestimmt nicht die Letzten, die es versuchen werden, hier einzufallen. Gut. Du hast wirklich alle durch deine Taten überzeugt. Ich hatte keine Zweifel, dass dir das gelingen würde. Dann kommen wir nun zu dem Teil der Abmachung, der in meinem Verantwortungsbereich liegt. Vom heutigen Tage an wirst du den Menschen dieser Siedlung ein leuchtendes Vorbild sein. Du hast bewiesen, dass es dein Bestreben ist, den freien Menschen von Magalan zu einer glorreichen Zukunft zu verhelfen. Ich danke nun ab und übertrage das Kommando des Lagers der Mitte auf dich, Jax. Führe uns in eine sichere Zukunft, in der freier Handel und Frieden wieder möglich sind. Wir werden sehen. Es ist super motivierende Worte. Okay, also das ging ja dann doch ziemlich flott. Wir haben einen Turm bekommen und kurz darauf gleich die Leitung des ganzen Ladens hier. Aber natürlich hat sich das Ganze über Tage gezogen, das Ganze hin und her gereist, um die Aufträge zu erledigen. Und der Lloyd wusste ja schon von vornherein, wer Jax ist. Also passt das. Welcher Turm jetzt genau? Das kleine Ding da. Nach einem halben Schloss gesucht und nicht nach so einem kuppeligen. Na gut. Ja, doch, das ist okay. Das ist okay, ist ein Anfang. Und der Gleiter ist ja schon da. So, Kumpel, da ist das gute Stück. War eine ganz schöne Plackerei, es hierher zu bringen. Wie sieht's denn aus? Mann, das Ding ist ganz schön hinüber. Ich werde eine ganze Weile brauchen, um es wieder in Gang zu bringen. Zustandsbericht? Der Gleiter ist voll einsatzbereit. Doch gibt es noch einige kleinere Beschädigungen der Außenhülle. Wie schlimm ist es? Nichts Gravierendes. Jedoch befinden Sie sich an einer Schwachstelle der Flugmaschine. Schwachstelle? Was bedeutet das? Tja, sagen wir so. Wenn man weiß, wo man ihn mit einem gezielten Schuss treffen müsste, nun, dann könnte es gefährlich werden. Ich habe keine Zeit mehr. Das Risiko werde ich eingehen müssen. Den Gleiter startklar machen. Jawohl, Commander. Noch eine Erinnerung mehr, die darauf hinweist, dass es ein Inside-Job war. Aber das sollte Jax jetzt schon längst klar sein. Als sein Bruder da seine Machenschaften im Spiel mit hatte, von vornherein. Also, Gleiter vor der Haustür. Was sagt der Turm? Ist gab keine Tür für einen Schlüssel. Erstmal mal gucken. Vielleicht gibt es hier ja noch einen Turm, den man von hier oben aus sehen kann. Ja, guten Becher haben wir schon mal. Ja, Crony, was sagst du? Das kann nicht der Turm sein. Nee, komm. Hier ist nicht mal ein Bett.
Das wird was anderes sein, okay. Schau dich mal ein bisschen besser um. Da ist noch ein Teil von dem Turm, aber da geht's nicht rein. Nee. Ein bisschen Grünzeug. Oh, sehr, sehr dunkel. Danke für die Taschenlampe. Teleporter. Ah, hier geht's noch runter. Und raus. Nö. Hier war der Jäger. Zeig mal her. Ja, ein vielversprechendes Quartier hier. Das ist Südwestende. Also er hat auch was vom Südende gesprochen, das ist richtig. Das zeigt auf den Turm. Weiß schon, da muss irgendwo eine geheime Tür sein oder so. Die denn in ein opulentes Inneres führt, das er von hier außen nicht sehen kann. Nehmen wir doch diese spannende Holze da vorne. Hier ist es, oder? Ja. Na. Total zerschlissenes, versifftes Sofa und. Oh, weia. Ja, sehr vielversprechendes Quartier ist das hier. Erstmal hinlegen. Mann. Aber was erwartet man von so einem alternativen Haufen? Luftdruck und Temperatur im normalen Bereich. Kannst von Glück reden, dass du keine Nase hast, Crony. Was? Oh, kann ich Karten hier anpacken. Das ist schon mal ganz nett. Irgendwas. Das mitnehmen. Können wir noch hier irgendwas von effektiv nutzen? Anleitung mächtiger Heiltrank, das klingt gut. Oh, ein Badezuber. Das ist sehr high-techy. Müssen nur irgendwie hier über der Feuerstelle das Wasser erst erwärmen und dann selber von Hand hintragen, aber sonst ist das sehr high-techy. Hackt man den eigenen Tresor? Ich bin nicht gut genug. Okay, kannst nicht den eigenen Tresor hacken. Ja, okay, also es war der Turm. Ein kleiner Unterbereich. Lass mal rufen, wieder zur Garage. Die Leiter steht hoffentlich noch da. Jo. Können wir irgendwie helfen? So wie es jetzt ist, würde ich keinen Alp damit starten lassen. Obwohl, der Reaktor macht mir etwas Sorgen. Die Reaktorspule hält nicht mehr lange, fürchte ich. Aber egal, lass mich erstmal machen. Ich sag dir später, wenn ich noch was brauche, okay? Du hast ein Lager bei uns aufgeschlagen? Wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. Ha, dann willkommen auf dem Präsentierteller des Wahnsinns. Große Ziele, stetige Mutantenangriffe und kleiner Lohn. Genau das Richtige für Bekloppte wie uns. Du bist jetzt unser neuer Anführer, habe ich gehört. Richtig. Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen, was, Kumpel? Wie willst du eigentlich angeredet werden? Mit Big Daddy? Oder Captain? Commander. Nicht so wichtig. Andererseits, ich denke, Commander wäre passend. Aye, Sir. Dann auf gute Zusammenarbeit. Commander. Schön. Wenigstens ein bisschen Zucht und Ordnung hier reinbekommen, ne? Also der wird fleißig weiter dran rumwerkeln, dass wir das Ding hoffentlich später nutzen können, um die Festung im Norden zu stürmen.
können wir hier noch irgendwie aushelfen? Ich hörte, du bist ab jetzt einer von uns. Sieht ganz so aus. Okay. Dann sei aber auch zur Stelle, wenn es hier rund geht. Wir brauchen bei der Verteidigung des Lagers hier jeden Mann. Du hast ab jetzt hier das Kommando? Ja, und ich hoffe, dass wir miteinander auskommen. Deine Aufgabe ist es nun, die Menschen hier sicher zu führen, sie zu beschützen und nicht in den Untergang zu treiben. Und meine Aufgabe wird es sein, dich dabei zu kontrollieren und umgehend zu töten, solltest du doch mal auf dumme Gedanken kommen. Okay, dann sind wir uns ja einig. Ja, Sir. Charmant. Sind die Zukunft der Menschheit. Wozu sollten wir uns verlassen? Noch keiner von unseren Leuten ist hier angekommen. Leute wie dich können wir hier gut gebrauchen, Mann. Das ist geiler Scheiß, Mann. Da fühle ich mich gleich schon viel sicherer. Hey, du willst sogar das Kommando hier übernehmen, haben sie mir erzählt. Stimmt das? Ja. Ja, Mann, das ist gut. Dann passiert endlich mal was hier. Sag ruhig Bescheid, wenn wir ausrücken oder sonst was, ja? Ich bin dabei, egal wie es ausgeht, Mann. Willst plündern gehen, hm? Bis nachher. Und das sind doch alles jeweils die Lehrer. Das ist sehr praktisch. Alles schön hier zentral, wie man es haben muss. Nun, Händler haben wir keinen, ne? Also fahrende Händler kommen bestimmt vorbei, aber ja, Reisenhändler da. Überlebenslehrer, Kampflehrer, Persönlichkeitslehrer. Bring mir etwas bei. Sicher! Zum Beispiel... Ja. Gut. Dann sollte es hier gewesen sein. Also wir haben jetzt mit allen und mit dem ehemaligen Hauptanführer und den Unteranführern gesprochen, alle Aufgaben erledigt. Das sollte hier passen. Jetzt ist es Zeit, dass Jax weiter Splitter verdient, um sich den Helm und das Beinzeug war es, glaube ich, noch zu kaufen, was halt seinem Rang entsprechend wäre. Die waren ja doch recht teuer. Guck mal ganz kurz, was du da jetzt schon hattest. Genau, Regentenrüstung hast du, aber noch keine Regentenhose und keinen Regentenhelm. Also da muss eine Menge Geld her. Und eine Werkbank. Das fehlt noch hier oben, oder? Wenn, müsste es ja bei dem Gleiter in der Nähe sein. Auf dem Mini-Schrottplatz. Sonst halt kurz zu den Berserkern gucken oder zu den Klerikern. Und da ganz viele Tränke brauen und Energiespeicher und dergleichen, bevor jetzt Jax nochmal auf die Jagd geht. Sieht nicht gut aus. Okay, also auch die Handwerksdinge sind ausbaubar hier. Vielleicht im Turm? Habe ich da was übersehen? Im Privatbereich? Nein. Keine Werkbank. Schade. Du, sowas haben wir. Elex-Ring für Tributspunkte. Hau rein. Energiespeicher wird mehr als genug. Heiltrink fehlen noch. Lernpunkte. So. Was fehlt denn noch so? Psi fehlt nur Geld. Eine Menge, Menge Geld. Hier fehlt noch 15 Punkte Intelligenz.
Das ist aber zu hoch gegriffen. Weil, den schlucken einfach zwischendurch Energiespeicher, wir brauchen keine höhere Batterie. Naja, Steiger lieber. Auch nicht gerade so wichtig. Die Resistenzen. Ja, die können wir alle steigern. Rüstung bräuchte 85 Konstitution. Könnte man, glaube ich, auch eher sparen. Ausdauer ist eigentlich nur fürs Laufen interessant. Hier, Fernkampfwaffen. Ja, Geschicklichkeit dann nochmal ein paar Mal erhöhen. Geh mal da in Richtung 70. Übernehmen das. Und dann schauen wir bei der Werkbank auch mal, wie es Überlebenswahrscheinlichkeit akzeptabel. Wie es bei der Werkbank aussieht, wenn wir das Plasmagewehr aufstufen. Also wie hoch wir das jetzt überhaupt aufstufen können. Wobei das wahrscheinlich auch sehr teuer sein wird. Ja, also die nächsten Tage sehr viel Gebastle. Also Tränke, Potions, die Booster und solche Dinge. Und dann jagen. Also er wird jetzt bestimmt mehrere Tage jagen gehen.